Steine informiert. Kunststoffformen mit Heißluft. Platten, Rohre oder Stangen aus Kunststoff können Sie mit Heißluft ganz leicht in eine neue Form bringen. Anhand einer Plexiglasplatte zeigen wir Ihnen, wie leicht sich Kunststoff mit Hilfe von Heißluft verformen lässt. Alles, was man dafür braucht, ist ein Heißluftgebläse, eine Breitstrahldüse und einen Schraubstock zum Fixieren der Plexiglasplatte. Kunststoffrohre können Sie mit einer Reflektordüse bearbeiten. Zuerst wird die Breitstrahldüse auf das Heißluftgebläse gesteckt. Es folgt die Einstellung des richtigen Temperaturbereichs. Dieser liegt bei Kunststoffplatten bei 250 bis 500 Grad. Jetzt die Plexiglasplatte in den Schraubstock einspannen, an der Biegestelle flächig erhitzen und dann einfach in den gewünschten Winkel biegen. Erkalten lassen, fertig! Grundsätzlich gilt: ABS, PVC, PP und PE lassen sich mit Heißluft gut verformen. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Temperatureinstellungen. Wenn Sie Rohre oder Stangen verformen möchten, empfiehlt sich der Einsatz einer Reflektordüse. Das Werkstück wird damit bei 250 bis 400 Grad rundum erhitzt, anschließend nach Bedarf verformt und bis zum Erkalten fixiert. Tipp: Eine Spirale oder Sandfüllung sorgt dafür, dass Rohre nicht abknicken. Steinl wünscht Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Projekt. Noch mehr praktische Tipps rund ums Thema Heißluft finden Sie unter www.steinl.de/heißluft.